Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucius. Mit mir, Dr. J. Ja, es ist jetzt die zweite Aufnahmesession eigentlich für mich. Und zuallererst möchte ich direkt erst einmal klären, ja, es war ja eine riesen Diskussion in der ersten Folge, ob das irgendwie annähernd eine Nachmache von Gronkh sei oder sowas. Ey, so einen völligen Bullshit, ja, habe ich echt noch nie in meinem Leben gelesen. Leute, das Spiel ist am 26. rausgekommen, ja, und ich habe mich darauf gefreut, auf das Spiel. Und ich verstehe nicht, wie manche darauf kommen sollten, dass das eine Gronkh-Nachmache sei. Ich meine, Gronkh ist ein unfassbar guter Let's Player, ja, wenn man das mal so sagen darf. Und ich kenne ihn leider noch nicht persönlich. Allerdings wird das dann auch hoffentlich bald dann irgendwann mal anders sein. Und ja, ich schaue auch gerne mal auch mal seine Let's Plays an und ich fühle mich gut unterhalten von ihm. Und ich verstehe nicht, warum manche Let's Player oder warum man so ein Spiel jetzt wie Lucius hier nicht nachspielen oder auch spielen sollen dürfte. Also fand ich ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz zocken wir jetzt weiter, denn wir sehen hier, wie dieses Klavier kaputt gegangen ist, ganz aus Versehen durch Telekinese. Ja, aber was müssen wir jetzt machen? Wir folgen einfach mal der Map. Wenn wir auch wissen, wo wir überhaupt hin sollen. Was? Geht gar nicht durch? Achso, natürlich. Wie sollen wir denn da lang? In den Cold Room? Hallo? Herr Metzger? Ihh, Schweine! Töten! Hackebeil! Hallo, du machst das aber gut, Onkel. Hallo, Lucius. Du weißt, dass du nicht hier sein solltest. Warum? Sind da Leichen versteckt? Was ist das? Ich möchte gucken. Ich möchte mich bespritzen lassen mit Blut. Joe, was sagt denn der Jet? Er arbeitet hier mit rohem Fleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Und wo du jetzt hier bist, kannst du diese Kisten zum Kühlraum bringen. Ach so. Die sind nicht so schwer. Ach klar. Welche Kisten denn, Kollege? Hä? Die? Natürlich. Hui. Ich bin ein guter Junge. Ich räum auf. Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Ja. Ist ja gut. Mann. Die ärgern. So, absetzen hier. Wenn er das denn kann. Ich passe damit nicht durch. Ach so, die Fleischkisten wegbringen. Ja, wir wollen natürlich ein guter Junge sein. Machen wir erstmal hier aufräumen. Erstmal, Leute. Hab ich gerade die Tür. Das sah ja geil aus, wie ich die Tür zur Weite gebasht habe. Ich habe keine Zeit zu spielen, Junge. Ja, ich will doch nur hier die Kisten wegräumen. Ich dachte, ich soll Kisten wegräumen. Die ärgern. Ach, die Kisten. Boah, die sind voll schwer und so. Das ist voll böse. Das werde ich euch heimzahlen. Und dann geht's auf den Sack. Armes Kind hier schleppen lassen, ey. Als ob ich hier Kinderarbeit, ja? Es wird bestraft vom Teufel höchstpersönlich. Das finde ich ja nicht gut. Ich habe ja letztens gelesen, dass angeblich die Wii von Kindern in China hergestellt werden soll, zumindest teilweise bei dem Hersteller dort. Ob das wirklich so war, ist, ich wage das nur fast zu bezweifeln. Aber trotzdem ist es natürlich nicht so geile Publicity für einen, sagen wir jetzt mal, schon Spielzeughersteller, ja. Weil, ja, so eine Wii ist, glaube ich, schon noch das kindgerechteste im Gegensatz zur PlayStation jetzt oder Xbox. Obwohl das natürlich auch besser ist mit einem
irgendwas anderem zu spielen. Ne? Man muss ja nicht immer nur elektronisch spielen. Oder doch? Man weiß es nicht. So. Aufgeräumt! Jetzt muss ich der alten Schrullen auch noch die Zähne putzen. Ist ja gesagt, mir. So, finde ich denn jetzt hier Badezimmer? Wo putzt sich denn ein kleiner Junge die Zähne? Moment, das war's noch nicht. Hä? Ist hier schon. Ist doch gar nichts mehr. Hui, Schweinehälften. Schön. Und wo du jetzt hier bist, kannst du diese Kisten zum Kühlen. Hab ich doch. Oh. Da. Der Teufel befällt mich höchstpersönlich mit Stopfen. Vielleicht hat er es jetzt nicht gezählt, weil ich die da oben drauf geworfen habe. So. Aha. Naja, am Arsch. So. Fleischkisten haben wir weggeräumt. Jetzt müssen wir noch hier im Badezimmer finden. Ich glaube, oben war eins. Aber unten war auch eins. Da hat doch Onkel Ivor aufgeräumt. Wo muss ich denn hin? Ist das hier im Bathroom? Gästezimmer? Wie sieht das denn aus? Öde. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Gesagt, das Zeug ist nichts für Kinder. Was sind da denn? Die Drogen aufräumen Mafia oder was? Drogen aufräumen Mafia, was laber ich wieder für Bullshit? Bestimmt so eine kleine Marihuana-Plantage. Wo muss ich mir denn jetzt die Zähne putzen? Da! Meine Zahnbürste. So, und jetzt, wie macht man das? Als guter Junge muss man sich Zahnpasta doch holen, ne? Wo finde ich denn Zahnpasta? Achso, das reicht schon. In deinem Zimmer wartet ein Geschenk auf dich. Oh, Geschenke! Juhu! Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Verdammt, das ist gar nicht mein Zimmer. Das ist Papis und Mamis Zimmer. Aber hier. So, wo denn? Da! Ja. Ein Schalter macht mich wirklich hell, die Dunkelheit vertreibt mich schnell. Hab ich jetzt eine neue Fähigkeit? Was war das? Hä? Ups. So. Was ist denn das für ein Scheiß? Verstehe ich nicht. Ein Schalter macht mich wirklich hell, die Dunkelheit vertreibt mich schnell. Kein Plan. Vielleicht wisst ihr, was ich damit anfangen kann. Ich habe keinen Plan. So, aber jetzt muss der Onkel Jet sterben. So. Wie machen wir das denn jetzt? Was steht denn hier? Achso, steht gar nichts. Schau mal, was der Kollege hier so alles Schönes hat. Hallo. Ich habe keine Zeit zu spielen. Die Fleischerhaken. Haben wir damit vielleicht was? Hallo. Zeig doch mal. Was kann ich denn da Tolles mit machen? Kann ich hier nicht durch? Verdammt. Da. Was kann ich da anfangen? Hey. Ja. Was zum Teufel? Was willst du von mir? Was kann ich denn? Es gibt keine Antwort. Ich habe keine Zeit zu spielen. Na toll. Aha. Was können wir denn hier machen? Bestimmt nicht schon wieder abschließen. Oh. Habe ich mir jetzt schon wieder so einen kleinen Infekt hier geholt, oder was? Das finde ich nicht gut. Nee, man kann nicht sehen, ist natürlich Mist. Was kann ich denn da machen? Was ist das? Was kann ich da zerbrechen? Jemand kann dich sehen. Wieso kann er mich denn immer sehen? Der Hoden. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Etwas mit der Telekinese. Vielleicht. Hm. Da ist auch was. Lass mich da durch. Zahnbürste gefällig. Was zum Teufel?
ist denn diese Glühbirne explodiert? Das tut mir leid. Ohne Licht die Säge benutzen. Hey Lucius, suchst du bitte ein paar Personen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Natürlich. Ich glaube, der Hausmeister hat gerade die Glühbirnen ausgewechselt. Der Hausmeister ist doch tot. Kann ich die auch noch zerbersten lassen? So kann ich jetzt überhaupt nicht arbeiten. Kriegt er jetzt gleich einen tödlichen Stromschlag? Hm. Wo finde ich denn den Herrn Hausmeister? Wo war der denn? Keine Ahnung, wo der Hausmeister wohnt. Ist der draußen? Oh. Was haben wir denn hier? Einen wunderschönen Nachmittag. Die Sonne strahlt. Ah, plitsch, platsch. Oh, ich darf da nicht rein. Das ist aber böse. Was macht der da? Der hält seinen Puller, Mann. So eine Sauerei. Also wirklich. Das geht gar nicht. Ah, hallo. Wer bist du? Kleiner Kumpel. Ich habe Arbeit für dich. Ich brauche etwas Benzin für meinen Rasenmäher. Kannst du es holen? Benzin für deinen Rasenmäher. Okay. Wo denn? Vielleicht hier? Wo sind wir denn jetzt? Hm. Krieg ich hier irgendwie so Schrauben... Quatsch. Lämpchen her? Was ist das? Ein Druckluftkompressor. Na. Ja, nee. Was ist das? Oh, was ist das denn für ein krasses Teil? Okay. Kann ich jetzt... Nagelpistole ohne Nägel? Jetzt brauche ich nur noch Nägel. Mein Gott. Da habe ich aber echt gerade einen krassen Frosch im Hals. Ich muss ja eben einen Schluck nehmen. Mein Gott. So, jetzt geht's aber wieder. Wo finde ich denn jetzt hier bitte verfickte... Lampen. Das ist das Kinderzimmer. Nee? Hier lang. Lampen. Hallo, junger Herr. Hallo. Ich will Lampen. Birnen. Finde ich die denn? Nee, in die Library will ich nicht. Alter, ist das ein Riesenanwesen hier. Kann man sich aber auch mal gut vertun. Utility Room. Das könnte doch was sein. Hallo, Tante. Er kommt nur einmal die Woche und verdient doppelt so viel wie ich. Was ist so besonders daran, Schweine aufzuschlitzen? Ich bin sicher, das kann ich auch. Oh, da ist noch jemand neidisch. Hallo, Liebling. Wo finde ich denn die Birnen? Vielleicht in der Garage? Ich konnte letzte Nacht gar nicht schlafen. Ich hatte diesen Traum, in dem ich lebendig verbrannt wurde. Ich konnte gar nichts machen. Das ist entsetzlich, Mann. Klingt, als seist du gestresst. Weißt du, was mich entspannt, wenn ich Stress habe? Jazz, Will. Jazz. Magst du Jazz? Ich bin wirklich kein Jazz-Fan. Na, dann hast du noch nichts Gutes gehört. Ich habe eine Kassette von meiner Band, die du dir anhören solltest. Das ist cool. Das magst du sicher. Ich weiß cool. Nur gerade nicht, wo sie ist. Hast du sie gesehen? Ich habe sie im Auto gelassen. Hallo, kleiner Mann. Nein, Mann. Ich habe keine Kassetten gesehen. Vielleicht hat Jovita sie beim Saubermachen. Haben die hier irgendwo eine Fundsachenkiste? Ich bin. Sag mir, wo die Birnen sind. Vielleicht hier? Was ist das? Oh! Ein Schlüssel. Lagerkäfigschlüssel. Aha. Damit können wir bestimmt auch eine ganze Menge böse Sachen machen. Aber hier finde ich immer noch keine Behinderten.
Wo sind die Birnen?